Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit mir, den Sevetal Let's Player. Wir fahren heute die Linie 66 oder R66 zum Laupendal Zopp über Laupendal Universität von Kaisertal Markt aus. Wir fahren heute mit einem New MAN in der dreitürigen Variante. Eigentlich habe ich mir gedacht, ja, wir fahren heute mal ganz entspannt die zweitürige Variante. Was ist? Es ist die dreitürige Variante rausgekommen. Aber was soll's? Ja, wir fahren hier mit einem Freifurt Repaint. Ich muss mir auch mal wieder Freifurt runterladen. Das war die legendäre Karte, als sie noch neu draußen war. Bei mir auf jeden Fall. Ich bin Freifurt gerne gefahren. Muss ich echt sagen. So, ja, wir stellen das Dashboard eben mal ein oder machen erstmal die Heizung auf 23 Grad. Was das TH da heißt, das weiß ich nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Wir haben noch 4 Minuten Zeit. Wieso leckt das denn hier schon wieder so? Das geht ja gar nicht. So, wir stellen das Dashboard ein. Gut, wir sind Kaisertal Markt. Ja, so, drücken einmal das hier alles einmal durch. Das sollte passen. Den machen wir hier nach unten. Starten den Motor. Ja, was gibt es denn sonst noch einzustellen? Wir machen einfach mal das blaue Licht hier drinnen an. Das sollte passen. Die Lichtautomatik. Okay, noch scheint es nicht dunkel zu sein oder noch nicht dunkel, dunkel, dunkel. Naja, gut, wir machen einfach mal das volle Licht an und machen hier ganz entspannt den Nachtmodus schon mal rein. Gehen noch mal auf Funktionen und Einstellungen. Okay, da passiert auch nichts. Ja. Gut. Ja. So, ja. 3 Minuten haben wir noch Zeit. Steig 2 müssen wir halten. Jo, das passt. Wir fahren hier gerade mit dem realen Wetter. Realismus, ja. Alles klar. Realen Wetter. Heute war es ja so ein bisschen, naja, das Wetter. Ich nehme gerade die Folge am 16. November auf. Ja, gut, jetzt zum Abend hin, ne, geht. Ihr seht, es ist auch noch ganz schön grau. Gut, ja, wir legen den Gang ein, lösen die Feststellbremse und fahren mal zu Steig 2. Ja, der MAN, der hat es mir jetzt wirklich angetan, irgendwie. Gerade von den Sounds und von den Fahrverhalten, ja, lässt er sich meiner Meinung sehr gut fahren, ja. Du stehst da klar auch blendend. Hier bin ich sogar mit dem Gelenkbus halbwegs gut reingekommen. Ja. Mann, 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 Mann. So. Wir machen hier mal die Türflügelsperre rein und lassen den Bus einmal absenken. Hallo. Hallo. Ah, ich dachte, die Oma sagt Hallo. Das wäre Hallo. aber ein bisschen, ne? Hallo. Jo, hallo. Guten Tag. Fahrscheinverkauf ist aus. Da ich hier auch nicht das Ticketpack, wie ihr seht, installiert habe. Wir haben hier noch die ganzen berlinerischen Fahrkarten. Ja. Da bin ich ja immer so eigen. Gerade Fahrscheinverkauf, das dauert. Das, ja, gut, ist nicht Realismus, aber naja. Schade, dass man die große Hube hier nicht. Was ist denn das? Auch elektrisch hier? Mann, 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 der Bums, der besteht ja nur aus elektrischen Sachen. Mann, 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 Mann. Was soll ich denn dazu sagen? Na gut, es kann sein, dass uns ein bisschen die Sonne scheint. Denke aber nicht allzu viel. Ja, gut, 40 Sekunden haben wir noch Zeit.
Die Folge wird hier auch nicht so lange. Wir fahren ungefähr. Wie lange fahren wir? Gut. Ne, ungefähr 20 Minuten. Wenn nicht 30. Das passt ja. So, dann machen wir den Bums hier mal zu. Aufnehmen tut er sich jetzt nicht. Ja. Dann machen wir das mal per Hand. So. Gut, dann fahren wir ab. Zur Kirchgasse. So, hinter uns ist frei. Das freut mich. Das freut mich, das freut mich, das freut uns auch. Ja, ich bin ja lange nicht mehr vom Kaisertal Markt gefahren und Steig 4 gibt es jetzt auch. Mann, Mann, Mann. Wir sind wirklich so lange nicht mehr von hier aus gefahren. Oder auch Livestream-mäßig, das muss ich auch mal wieder einplanen irgendwie. Einen entspannten Livestream. Ja. Es wird auf jeden Fall mehr kommen. Gerade wenn es jetzt kälter wird, da hat man ja draußen eh nichts zu tun, oder? Ich sage immer so, ja, in dieser Jahreszeit lohnt es sich nicht wirklich noch was draußen zu machen gegen 17 Uhr. Es ist alles dunkel. Man mag einfach nicht mehr und das geht ja vielen so. Ne? Von daher denke ich, irgendwann wird es wieder Livestreams geben. So, hier ist ein Blitzer. Damit kenne ich mich ja schon gut aus. Wir fahren 14, wenn das jetzt blitzt, 13. Wollte gerade sagen. Bisschen Toleranz hier noch zeigen, ne? Ja. So. Kirchgasse. Ansagen haben wir, glaube ich, wieder teils, teils hier. Müssen wir gucken. Hallo. Nächster Halt ist dann, glaube ich, Elbbruch. Wenn es mich. Nee, Elbrüschstraße. Naja, irgendwie so, ne? So. Naja. Wollen wir auch nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken, ne? So, da ist frei. Hier ist frei. Und dann fahren wir mal rum. Lange kein Solo mehr gefahren, auch mal was anderes. Dann noch in der dreitürigen Variante. Ich wusste gar nicht, dass das Addon hier. Ich wusste gar nicht, dass das Addon hier dreitürige Varianten hat. War mir auch neu. Und eigentlich bin ich der Meinung, im BWS die zweitürige Variante ausgewählt zu haben. Naja, ist nicht schlimm. Wir haben eine Türfreigabe. Und zur Not. Ah ne, Tür 3 kann man gar nicht so aufmachen. Naja. Obwohl der Türknüppel aussteht. Naja. Naja. Dann habe ich nichts gesagt, ne? Was ist denn hier für ein Verkehr? Was ist denn hier los? Gibt's hier was umsonst? Mann, 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 Mann. Aber mir tut Hallo. er sich trotzdem. Guten Tag. Aber aufnielen nicht mehr. Naja. Aber trotzdem fahren wir hier ganz entspannt, ne? Denn irgendwie haben wir an jeder Haltestelle Zeit. Achso, mir fällt auch gerade ein, ich habe Omsi auf Fehlern überprüft. Und ja, da waren ganz schön viele Fehler. Jetzt, wie ihr seht, haben wir auch wieder Fahrgäste. Das freut mich. Keine Geisterfahrten mehr. Gut, dann können wir ein bisschen Gas geben. Wir fahren hier heute übrigens, fällt mir gerade ein, mit einem Void-Getriebe. Ich wollte nicht das ZF-Getriebe nehmen. Und nochmal die Überlandsitze. In der letzten Folge. Da sind wir ja den Gelenkbus mit ZF gefahren. Und ich dachte heute mal Void und keine Überlandsitze. Ne? Passt irgendwie. So, jetzt wird das hier ganz schön kurvenreich. Dann bremsen wir mal runter. Auf gewünschte 40. Ich rechne immer so 10 km/h ab. Wenn 50 erlaubt ist.
Ungefähr 40, ja gut, wir fahren jetzt 30. Die Kurven sind ja na klar auch ein bisschen enger. Von daher, bevor sie sich wieder beschweren, das wollen wir nicht, ne? So. Hier ist Water. Tatsache. Ich weiß gar nicht. Guckt irgendwer Seven vs. Wild? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ist ja mal ganz witzig, ne? Ich sehe immer auf TikTok wie sagt man schnell, die Memes von Nova. Deswegen gucken wir alle Seven vs. Wild. Gut, bei Staffel 1 war ich auch schon dabei. Oh, wir haben Haltewunsch. Du willst abbiegen. Kommt noch einer her. Oh, du bremst sogar. Du bist ein Kluge. Na, ihr sollt aber da bleiben. So, Tür 3 geht auch auf. Tatsache. So. Jetzt kriegen wir ein bisschen Verspätung hier. Aber, mein Gott, ich sag mal auf dieser Linie Verspätung. Ist nicht so schlimm. Gabelung. Wollte gerade sagen, wo bleibt jetzt die Ansage? Der Gong war doch schon da. Hier halten wir nicht. Ich hatte oder bin letztes Mal solo gefahren und hatte an einer Haltestelle trotz alledem Fahrgäste. Ich glaube einfach, dass das Ziel übereingestimmt hat mit einer anderen Linie. Bin dann aber trotzdem nettesweise gehalten. Hab die Fahrgäste mitgenommen. Brauchen Sie nicht warten. Boah, irgendwie bin ich müde. Wer hätte es gedacht? In fast jeder Folge bin ich müde. Naja, bin einmal über den Tag hier nach der Arbeit eingeschlafen und dann war ich so fertig, ey. Kennt ihr das? Wenn ihr über den Tag irgendwann mal einschläft für ein paar Stunden und dann so fertig seid, das ist furchtbar. Man sagt ja immer, ein Powernap ist gesund, aber mehr als eine halbe Stunde zu schlafen, ja. Dann fällt der Körper im Tiefschlaf und dann ist das Banane. Hallo. Ja, hallo, Ja. moin. Oder Abend. Ist ja schon spät Nachmittag. So, dann warten wir mal auf Anforderungen. Das dauert jetzt, na klar, einen Augenblick. Wir müssen ja links rüber. Schön. Links hatten sie gerade grün. Dann haben jetzt erstmal, oder hat der Querverkehr grün? Jo. Aber der MAN ist wirklich eine tolle Sache hier in Omsi. Obwohl ich ja eher so MAN-feindlich bin, ne? Also, ich sag mal, die Neuen, die haben es in sich. Passiert, passiert, sagen jetzt die anderen. Gut, wie in der letzten Folge schon gesagt, es gibt unterschiedliche Geschmäcker. Zum Glück ist das so. So steht hier eigentlich Linie 0, Route 0. Keine Ahnung, oh. Der Bus fährt nicht. Feststellbremse. Hab ich gar nicht. Feststellbremse eingelegt. Okay. Muss man jetzt nicht verstehen. Einmal den Bums hier neu starten. Ah, jetzt fährt er wieder. Naja. No whist, no fun, sage ich jetzt mal so. Komisch. Feststellbremse war ja gar nicht eingelegt. Egal. Vielleicht hat er auch so seine Probleme.
wie in echt. Macht auf jeden Fall Omsi attraktiver. So, 1 Minute haben wir jetzt rumgedödelt da. Geht ja gar nicht. So, Leibnizstraße. Technischer Defekt. Ich wollte gerade sagen, jetzt will Tür 1 noch nicht mal mehr. Hallo. Mann, 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 Mann. Guten Abend. Die Damen. So, da schon die Uni Sport steht. Städten. Städten. Ja. Ah, die Google-Stimme. Die alte gute Google-Stimme, echt. Wie habe ich sie vermisst? So, vielleicht kommt jetzt gleich nochmal eine Uni. Wer weiß, wer weiß. So. Guten Abend, hallo. So. Weiß auch gar nicht, was ist denn die nächste Haltestelle? Universität, sage ich hier. Also fahren wir über Uni. Das passt ja dann auch. Universität. Universität. Dann fahren wir nach links und dann hört Omsi Navigation aus. Auf. Oder mit einem kleinen Aussetzer. Man kennt's, man kennt's. Okay. Also fahren wir links und dann rechts. Haben wir hier einen Steig? Nee. Guten Tag. So, gerade für uns Strich. Da kommen wir noch rüber. Ganz schnell vor der Querverkehr hier kommt, fahren wir dann mal rum. Querspanne. Rechtsabbiegerampel ist hier auch, das ist schön. Radmotor aus, deswegen hasse ich eigentlich Start-Stopp. Aber gut, wir sind ja hier so autonom. Naja, gut, wir fahren ja nicht autonom. Jetzt hätte ich den E-Citaro rausholen müssen. Naja, naja. Trotzdem mal was anderes. Das erinnert mich an die Hybriden. Nee, an den Volvo immer. Aber gut. Haltestelle direkt in der Kurve ist auch, na klar, sehr prickelnd, wie ich immer finde. Aber gut. Hallo. Querspanne. So. Wollte gerade sagen, ihr fahrt alle über Rot oder was? Naja. Oh, der MAN zieht den Benz ab. Mann, 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 Mann. So, komm, gib Gas mit deinem Smart. Sonst hat sich's ausgesmart. Das hasse ich an der KI, dass sie auf einmal rüberziehen, ne? Wer kennt's nicht?
So. Ups. Kreuzung Sprackel. So, noch zwei Haltestellen. Eisenbahnstraße, Laupendal, Zopp. Lässt mich hier jemand rüber? Oh, das ist ja ganz beautiful. Dankeschön. Danke, danke. Gut. Ja, jetzt haben wir klar den Smartphones, ne? Aber okay. Ja, Laupendal Zopp war ich auch lange nicht mehr. Fällt mir gerade so ein, das ist so im Kurzzeitgedächtnis. Aber gut. Ja, aber ja, ich weiß nicht. Im Livestream damals waren wir öfters mal Laupendal Zopp. Ich weiß gar nicht, wie sich der jetzt verändert hat in der 21er Version. So lange war ich nicht mehr auf diesen Linien hier unterwegs. Mann, 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 Mann. Eisenbahnstraße. Eisenbahnstraße. Hier fängt es jetzt auch ein bisschen an zu ruckeln. Ich glaube, hier sind einfach zu viele Objekte. Omsi hat das ja sehr. Naja. Muss man durch. Ist hier schon die Eisenbahnstraße? Nee. Ach nee, Laupendal Zopp. Das war ja was ganz anderes. Oder ich habe wirklich jetzt irgendwie gerade ein Kurzzeitgedächtnis. Nee, Laupendal Zopp waren wir öfters mal. Ich meine diesen anderen Bahnhof. Aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Irgendwas mit Schulstraße war die letzte Haltestelle oder vielleicht erzähle ich gerade auch Dünnschiss. Das kann sein. Wer weiß, wer weiß. Mann, 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 Mann. Das Kurzzeitgedächtnis, das lässt mal wieder grüßen. So, hier halten wir auch noch nicht. Dann will ich gleich nochmal bei der Eisenbahnstraße auf den Fahrplan gucken. Gut, wir haben zwar Verspätung, aber das macht uns jetzt nichts. Ja. Wir müssten einmal links auf die Spur. Din, 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 din. So. Und dann halten wir hier eine Eisenbahnstraße. Gut durchgekommen. So. Oh ja, 51 fahren wir. Ich weiß nicht, wieso dann sagt schnell. Mal Schicht. Fahrtwechsel, Linie, Kurs. Vielleicht mache ich jetzt hier auch gleich sehr viel Bums. 5-1. Route 0-1. Ah. Das meinte ich. 5-1, Route 12. So. Eisenbahnstraße. Mann, 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 Mann. Da falle ich echt vom Glauben ab. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. So. Alles fürs Thumbnail. Was ist mit der Tür los? So, jetzt haben wir auch Verspätung. Mir war das nämlich eben nicht ganz koscher, ne?
Aber wieso hat OMSI oder BBS dann Linie 66 angezeigt? Mann, 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 Mann. So, next stop Laupendal. Stop. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Okay, wir haben Fahrt. Das freut mich. Fahrt endet hier, steht hier. Hier steht auch R51 auf den Bildschirm, aber draußen steht immer noch. Oh. So, Steig 3 halten wir also. Ja, jetzt haben wir auch gute Zeit aufgeholt. Mein Gott, ey, Omsi, echt. Da falle ich vom Glauben ab. Da falle ich echt vom Glauben ab. So. So. Bisschen Concentration. Mal ein gutes Lüftchen hier reinlassen. Über das Sonnenrollo hochfahren. Laupendal, zock. Steig 3, stimmt das? Jo. Da muss ich ja auch ein bisschen korrigieren, ne? Echt. Die hatte vorhin noch den Fahrplan draußen. Mir war das nämlich eben sehr komisch. Den Linienweg kanntest du schon aus der alten Version, habe ich mir gerade gedacht. Naja, so ist das. So, Steig 4. Hier Steig 3. So. Das war mir nicht ganz koscher. So. Dann nielen wir hier nochmal ab. Und dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Es ist na klar, wie immer euch überlassen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Ich bin's, euer Sevetal Let's Player. Ihr dürft mich na klar auch Pierre nennen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos. So wie ein Google-Konto. Und somit ciao. Ciao.